Mit den Vietnamesen versuchen wir weiterhin die Weltherrschaft zu erreichen, aber allerdings nicht die militärische, sondern die kulturelle. Der Kultursieg zum Greifen nah. Ich bin sehr optimistisch, dass es unter Umständen jetzt ganz, ganz fix gehen könnte. Wir haben schon einen großen, hohen Wert erreicht, müssen die Chinesen vor allem übertrumpfen und arbeiten daran. Wir müssen auch mit den Amerikanern eine Handelsroute machen, mit allen anderen Fraktionen. Großen Herausforderungen haben wir eine. Das gibt uns einen 25% Bonus auf Tourismus. Eine Handelsroute geht noch rüber, nachher zu den Amerikanern. Wir bauen noch weiterhin unsere Marken, wir bauen noch weiterhin Theaterplätze, Kunstwerke drauf, die Mauern sind groß im Bau. Wir müssen nur noch hier in Buddenhorn eine mittelalterliche Mauer zu Ende bauen, dann die Renaissance-Mauer für eine Mauer, für eine Runde angebaut haben. Und danach können wir einen Strich drunter machen, können den Stahl erforschen und dann sind die Sägewerke. Ach, was erzähle ich euch alles? Komm, wir legen mal los. Liebe Grüße an alle, die uns gerade hier verfolgen. Uns Vietnamesen bei unseren Abenteuern, das sind die Leute auf Twitch. Live aufgezeichnet, startet eine neue Mini-Staffel auf Twitch am 24. Februar. Einen Tag vor dem großen Community-Update, das dann übrigens auch den Start eines neuen Let's Plays bringt, mit sich bringt. Wir spielen im Zweierteam Matsuman, mein Co-Moderator und ich, gegen die KI auf Gottheit. Das Let's Play startet auf Twitch live am 25. Februar abends und kommt dann ab dem 27. dann auch auf YouTube. Liebe Grüße an die YouTube-Leute. Freut mich immer zu lesen, egal zu welchem Spiel, wenn die Leute sagen, schön, dass die Streams hier auch veröffentlicht werden. Ich kann zu den Twitch-Streams nicht kommen, aber ich gucke auch hier immer gerne mit. Ich schreibe nicht viel, aber ich habe meine Freude dran. Das ist mir wiederum immer eine Freude, sowas zu lesen. Das kam in letzter Zeit öfters und ja, das mag ich sehr und ich weiß, wir produzieren so eine riesige Menge an Videos mittlerweile, während der vielen Livestreams, jeden Abend ein Stream auf Twitch, jeden Abend 19 Uhr, seit dem 15. Dezember, seit dem Beginn des Lockdowns in Deutschland. Dadurch entstehen unglaublich viele 30-Minuten-Videos dann auf YouTube und das sieht mitunter so aus, als würde die kaum noch einer gucken, weil da immer nur zu Beginn so ein paar hundert Leute, die aufrufen und schauen. Aber in der Statistik sehe ich, dass noch nie so viele Leute wie im Augenblick meine YouTube-Videos auch verfolgen. Nicht nur die Twitch-Streams da auch. Und das kriege ich mit und das freut mich total, dass dieses Konzept funktioniert. Dass ich halt auf Twitch sehr, sehr viel aufnehme, aber das auch so gestaltet, dass man auf YouTube daran seine Freude haben kann. Das scheint zu funktionieren. Ein paar Leute haben sich verabschiedet auf YouTube, die sagen, es ist mal nicht ganz so kompakt, wie es vorher auf YouTube war, aber viele von vielen, vielen anderen bekomme ich sehr positive Kommentare und es freut mich, dass es möglich ist, auf beiden Plattformen sowas zu gestalten und so, dass sowohl Live-Zuschauer Spaß daran haben, als auch auf YouTube. Das finde ich klasse. Das gefällt mir gut. Und ich schneide ja auch immer die Pausen raus für die YouTube-Leute, wo ich dann mit Twitch einfach nur so über Gott und die Welt plaudere oder irgendwelche dummen Scherze mache. Wir machen weiter hier. Auf YouTube und auf Twitch und machen, bevor wir eine Runde weitergehen, müssen wir ein bisschen mit den Einheiten hin und her ziehen. Haben haufenweise Bauarbeiter hier. Das sind Nationalparke, die können wir nichts machen. Wir wollten einen Skiort hier machen, die bringt jetzt nochmal eine Annehmlichkeit. Da wird einmal hier rüber gerannt und hier wollten wir jetzt eine Stadt gründen. Das hatten wir uns reserviert für heute und was wir heute auch gleich machen werden, wir holen uns gleich fünf. In Worten, fünf große Persönlichkeiten zu Beginn dieses Streams, zu Beginn dieser neuen YouTube-Staffel. Und das ist schon ziemlich heftig. Gehen wir einmal hier hin und gründen erstmal hier eine Stadt. Das ist eine neue Stadt, die auf den Namen, ich weiß nicht, mein Vietnamesisch ist ein klein wenig eingerostet. Die heißt hier irgendwie Mytho, Mi Chai, Mi Cho, ich habe keine Ahnung, es tut mir herzlich leid. Und bevor wir jetzt irgendwas weiteres machen, wir sammeln Geld im Augenblick für Kulturgeschichten, was wir aber auch schon mal machen können. Ich glaube, wir können Öl auch schon fördern, ja. Allerdings nicht auf dem Wasser, das kommt erst ab Plastik und ab den Bohrinseln. Wir können aber hier schon mal die Fischerboote erstellen. Danach hier rüberziehen. Und dann schauen wir mal, wo der Bürger hier arbeitet. Der arbeitet hier. Das ist doch alles sehr gut und fein. Dann schauen wir mal, was wir kaufen bzw. bauen. Stadtmauern dauern zu lange. Wir werden in etwa zwei Runden hingehen und die Erforschung von Stahl abschließen oder starten. Ich glaube, in drei Runden ist die beendet. Ab dann können wir keine Stadtmauer mehr bauen und die wird auch nicht vorher fertig sein. Und kaufen kann man die auch nicht. Monumente können wir bauen.
Für alle Bezirke kommt es vermutlich eh zu spät. Die Produktionserträge, ja, die sind da. Wir könnten anfangen, noch einen Hafen hier hinzusetzen. Das könnten wir machen in der Hoffnung, dass er irgendwann fertig ist. Hier hätte er auch extrem hohe Erträge. Es gibt hier eine große eine Gouverneurin, mit der man Bezirke kaufen kann. Das ist, wenn ich mich nicht schwer irre. Nee, sie war es nicht. War das Reyna? Ja, Reyna kann das. Dafür bräuchten wir 2 Beförderungen. Eine geben wir aber gleich aus für Pingala. Das können wir auch jetzt schon machen. Dass der mehr Tourismus generiert. Und die nächsten Beförderungen, die wir bekommen hier rüber, die brauchen länger. Das wird Social Media sein. Danach Globalisierung. Also das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen, hier zu kaufen. Dann stellen wir mal einfach ein. Einfach nur Monument und bauen und kaufen auch nicht. Und kaufen lieber, obwohl es sehr billig ist und wir viel, viel Geld produzieren, was anderes dann hier. So, hier können wir nochmal ein Artefakt ausgraben. Ich habe übrigens auch einen Artefakt, einen großen Werkzettel, in dem ich mir das gut alles notiert habe, was wir bislang alles uns geholt haben an Artefakten. Und wie wir die puzzeln können, damit die Mottos bilden. Und lassen den hier einmal graben. Und gucken mal, was hier entsteht. Was schreibt ihr mir vor? Ölsardine für die Stadt, für die neue Fantasy Island, einsam wacht Transtadt. Huh, Tante Mimi. Wie das nicht hier? Ist das dein Namensvorschlag? Huh, Tante Mimi. Finde ich ein bisschen absurd. Sag ich dir ganz offen. Also du schreibst oft kluge Sachen, aber huh, Tante Mimi, das habe ich gerade nicht kapiert. Sag ich dir ganz offen. Steineck, danke dir für dein Abo. Liebe Grüße. 9 Monate. Danke an Steineck. Lampenöl, Transtadt. Waterworld geht immer, ja. Also, was können wir uns an Artefakt holen? Eines aus der Antike. Da hatten wir bislang in der Antike lediglich eins von den Mongolen und eins von den Barbaren. Dann haben wir jetzt gleich, wenn wir richtig puzzeln, ein Motto. Wir holen uns eins von Teddy. Das ist echt cool. Da können wir gleich puzzeln. Diese Schriftrolle. Jetzt schauen wir mal, wo die gelandet ist. Ist er noch da? Er ist noch da. Ja, dann können wir noch nicht tauschen. Dann muss erst ein Museum voll werden. Das wird erst später der Fall sein. Dann haben wir Artefakte ausgegraben. Bla, bla, bla. Okay. Und dann wollten wir hier. Da ist eine Industrie. Und hier können wir uns jetzt auch eine Kooperation gründen. Und ich glaube, die Kooperation für Wale. Die wollten wir, glaube ich, in der Stadt auch machen, ne? Wenn ich mich nicht schwer irre, wollten wir die hier machen. Oder hatten wir hier eine andere Kooperation? Nein. Das heißt, da könnte gleich, wenn wir nochmal einen bekommen, ein großer Händler hinlaufen und eine Kooperation gründen. Der Bauarbeiter kann das ja nicht. Jetzt holen wir jetzt erstmal die großen Persönlichkeiten. Es wird rekrutiert. Ein großer General. Erzeugt eine Spezop-Einheit, einen Fallschirmspringer, wenn wir ihn auflösen. Würden. Nächste große Persönlichkeit, ein Admiral. Und zack. Nächste. Achso, wann ist Zeitalterwechsel? In 2 Runden. Ja, ist egal. Wir werden niemals nochmal einen Zeitalterwechsel erleben, wo dann die Frage ist, kommt man ein goldenes Zeitalter oder nicht. Das ist völlig egal mit den Zeitalterpunkten. Wir werden vor dem übernächsten Zeitalterpunkt die Partie beendet haben. Und ich glaube, erfolgreich beendet haben. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Stadtname. Wurde von euch jetzt gesagt. Ich habe gerade einen hübschen gelesen. Herz des Ozeans. Das hat so was Poetisches. Das ist ein Vorschlag von The Big L, von Lebowski. Herz des Ozeans finde ich cool. Ich fand viele der anderen Namensvorschläge auch gut, aber Herz des Ozeans finde ich cool. Atlantis, lieber Bert Engel, mache ich allein deshalb schon nicht, weil ich bin ja nicht abergläubisch, aber als ein schlechtes Omen ansehen würde, ob diese Insel wirklich niemals untergehen wird. Aber Herz des Ozeans finde ich sehr schön. Das machen wir. Einmal The Big L. Du hast es geschafft. Da ist unser Herz des Ozeans. Ach komm, was soll's. Einmal kaufen. Zeugt ja auch 2. Und dann gibt's ja 2 an Kulturerträgen jede Runde. Oder was? 1? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube 2. Das kommt zu spät. Wir könnten mit dem Kornspeicher schon mal beginnen. Der müsste dann, wenn wir ihn bauen, rechtzeitig da sein, wenn die Stadt wächst.
holen wir uns noch die weiteren großen Persönlichkeiten. Einmal ein großer Schriftsteller, Edgar Allan Poe, in Armut gestorben und danach noch eine Weltkarriere gemacht, posthum. Ein großer Schriftsteller. Dann holen wir uns einen großen Künstler, Hasegawa Tohaku. Kiefernwald, Ahorn, Landschaft und Vögel und Blumen. Hallo Steve, Steve Chef. Es ist sehr lieb, was du schreibst. Danke für die freundlichen Worte, aber mach's mir einen Gefallen. Bitte mich duzen. Weil ich duze dich auch. Wir Silver duzen uns. Aber es ist sehr nett, dass du mal erstmal so höflich geschrieben bist. Aber bitte duzen. Und danke für die lieben Worte. Und als letzte große Persönlichkeit noch Dimitri Kantemir. Noch nie gehört, wie peinlich, wie kulturlos ich bin. Jetzt haben wir uns die alle geholt. Das gibt haufenweise auch nochmal Zeitalterpunkte. Wir haben Quests erfüllt für Shingeti und Ayutthaya, haben Gesandte bekommen. Jetzt schaut euch zum Genießen nochmal die Übersicht an über die Stadtstaaten. Alle Stadtstaaten, die noch in der Partie sind, und es sind nicht wenige, es sind deren 8. In allen sind wir Suzerän, wir Vietnamesen, überall. Ist das nicht krass? So, jetzt gucken wir, wo wir noch unsere Objekte ausstellen. Falls es irgendwo einen Platz gibt, wo die Kulturgrenzen noch wachsen müssen, dann würde ich den lieber dahin schicken. Aber ja, Mann, hier ist besser. Weil hier haben wir einen extremen Kulturbonus durch die Kooperation, die hier steht. Alles, was hier vor Ort an Kultur generiert wird, das gibt 40% mehr drauf. Und deshalb will ich den auch hier hinschicken für die große Schrift, denn die generiert ja auch Kultur. Und Kultur kommt indirekt auch mit rein in die Tourismuserträge. Schurken, schrie ich heraus. Verstellt euch nicht länger. Ich gestehe die Tat. Reißt die Dielen auf. Hier, hier. Es ist das grauenhafte Klopfen seines Herzens. Er wird wahrscheinlich in 50 oder 100 Jahren werden die Geschichten, also von jetzt ausgerechnet, von Edgar Allan Poe noch Klassiker sein, den viele Leute lesen, wo es Verfilmung oder dann VR, Virtual Reality, Inszenierung gibt oder was immer dann die Kunstform sein wird oder Computerspiele. Das sind einfach ganz tolle Geschichten, die der geschrieben hat. Wie ich an den Namen Writing Bull gekommen bin? Als Modder. Da habe ich den Namen Writing Bull mal zugelegt und so, dabei bin ich dann geblieben. Einmal ausgestellt und dann haben wir hier, ja, zweimal geht nicht, der große Künstler und der große Musikus, den wiederum können wir im Augenblick nur hier ausstellen. Dessen Kunstwerke. Grüße an die Freie Presse, Tenga Kochtel, die Weltpresse ist ja, die Vietnampresse, notiert alles und berichtet live und in Echtzeit darüber. Falls ihr nicht wisst, worüber ich rede, es gibt einen Thread bei unserem Community-Forum, community.writingbull.de, den Tenga Kochtel gestartet hat und der berichtet immer während und nach unserer SIF-Streams über die Ereignisse und erzählt, was hier so alles passiert ist. Link darauf, also steht, also findet man über unser Civilization-Forum und vielleicht postet ihn gleich auch nochmal einer unserer Mods im Forum. Ein großes Werk erschaffen. So, und mit ihm wiederum können wir im Augenblick nirgendwo hinrennen und deshalb sollten wir Folgendes überlegen. Wir brauchen ein weiteres Kunstmuseum, weil wir die Werke gar nicht erzeugen können und das werden wir bauen in Reislott. In Reislott kommt hier ein Theaterplatz hin und darauf dann ein Kunstwerk, ein Kunstmuseum. Das heißt, wir können ihn schon mal hier hinschicken und da pausieren lassen. Was allerdings auch brauchen, ist ein Handwerker, der hier die Modernisierung entfernt. Oder können wir einen Theaterplatz direkt drauf bauen? Doch, geht direkt. Ist möglich. So, das ist der erste große General. Gibt es irgendwo demnächst Probleme? Ich kann es mir kaum vorstellen. Wir parken immer hier in der Hauptstadt. Den großen Admiral oder die große Admiralin Bubulina wiederum
boostet Schiffe ab dem Industriezeitalter unter Moderne und sollte da stehen, wo wir unsere Flotte oder unsere Armada haben. Wo ist das denn? Wo hatten wir nochmal unsere Armada hingestellt? Oder ist die gerade auf Tour? Sieht die jemand? Ich sehe sie gerade nicht. Wo ist die denn? Wir hatten doch so einen Dreier. Haben wir die irgendwo hingeschickt? Irgendwas auf erobern? Nee, wo steht die denn? Oh Gott, ist das peinlich. Ich weiß nicht mehr, wo unsere Panzerschiffe... Oder waren es Kriegsschiffe? Ich glaube, da ist die Armada. Ach so, die war in der Herz des Ozeans. Alles klar. Dann zieht die da mal rüber und entgegen. So, jetzt können wir auf eine Runde weitergehen. Wir haben sehr viel Geld. Damit kaufen wir nachher schöne Dinge. Und wir könnten noch Geld kaufen mit dem Geld. Ich habe ein Zettelchen gemacht. Ich zeige euch auch das Zettelchen mal. Ich habe mehrere gemacht. Ich habe mal unter anderem auch dieses Zettelchen gemacht. Ich habe mir notiert, in welcher Stadt wir auf Handelszentren gegangen sind, beziehungsweise auf Häfen. Welche Gebäude wir dort errichtet haben, welche wir noch brauchen. Alles mit Ziel darauf, dass wir ja Seehäfen und Börsen haben wollen, um dort große Werke auszustellen. Sprich, diese Marken dort auszustellen. Und in manchen fehlt da noch was. Und da können wir jetzt mal gucken, ob wir da was kaufen können. Butter bei die Fische können wir noch einen Seehafen kaufen. Und ein Seehafen fehlt auch noch hier unten in Schneefuchs. Genau, und da haben wir 40% mehr Kultur. Die Kulturerträge hier sind 62. Die Kulturerträge hier sind 81. Das heißt, hier könnten wir einen Seehafen kaufen. Der würde uns kosten 1495. Das könnten wir jetzt machen. Produktion bei 99,8. Hier unten die Produktion bei 71,5. Wir kaufen hier. Wir kaufen jetzt hier einen Seehafen. Achtung, 570 haben wir im Augenblick an Kultur, Runde für Runde, sind es 579. Eine Runde weiter. Zwei Runden Industriezeitalter futsch. Wir könnten auch nochmal Gunst versuchen zu verkaufen, vornehmlich an Teddy und an Gitaria, an die Amerikaner und an die Indonesier. Seid mir nicht böse, wenn ich zu Beginn des Streams, ich will ein bisschen in Fahrt kommen, jetzt nicht ganz viele Fragen beantworten möchte, die gar nichts mit diesem Let's Play zu tun haben. In den Pausen können wir gerne ein bisschen quatschen, aber das mache ich so mit Blick auch auf die YouTube-Leute, damit das so ein bisschen kompakt ist in der Aufzeichnung. Da können wir, glaube ich, keine Luxusressourcen, nur noch, das 4 ist ein bisschen wenig, das machen wir nicht. Dann gehen wir noch einmal hin zu Gitaria. Und schauen mal, ob sie uns viel Gunst... Ja, das lohnt sich schon ein bisschen eher. Das kann man machen. Was wir alternativ machen können, wir können noch ein paar Runden warten. Denn wir haben in drei Runden Weltkongress. Vielleicht ist da irgendeine Abstimmung, die wir unbedingt haben wollen mit unseren Gunstpunkten. In drei Runden können wir wieder Gunst verkaufen. Bis dahin warten wir mal ab. So, und hier buddeln wir jetzt ein Schiffswrack aus. 4 Zeitalterpunkte gibt das gleich für die erste Meeresarchäologie-Expedition, die das große Werk Armband hervorgebracht hat. Das ist eines aus der Klassik. Da haben wir im Augenblick was von Vietnam und von Japan. Dann nehmen wir einmal die Barbaren dazu. Dann ist das schön gemischt. Dann hätten wir auch da ein Motto fertig. Ein Thema. Ein Motto heißt das, glaube ich. Wir müssen gleich noch ein bisschen hin und her puzzeln. Ist noch da. Wir gucken mal, ob wir schon puzzeln können. Ich denke nicht, weil die Klassikgeschichten, die verteilen sich ja sehr ungleichmäßig. Also wir hätten Mottos zur Verfügung in der Antike und in der Klassik. Da haben wir jeweils 3 Artefakte gefunden aus verschiedenen Epochen. Wenn wir die zusammenführen in einem archäologischen Museum, haben wir vor Ort ein Thema. Genau, Thema heißt das. Das erste Artefakt, das immer ganz links steht, es gibt das Motto vor des Museums. Und wenn man 3 hat aus derselben Epoche, aus verschiedenen Zivilisationen, dann hat man ein Motto erschaffen. Das verdoppelt dann die Erträge vor Ort, die Kultur- und die Tourismuserträge. Also wir müssen mal gucken, ob wir alle 3 Antike und alle 3 aus der Klassik irgendwo schon mal finden. Wir können das auch mal umgekehrt machen, dass wir mal in die archäologischen Museen reingucken, die noch nicht voll sind. Ja, das ist schon mal das aus der Klassik, dann fällt das schon mal weg. Das kriegen wir nicht komplett.
Und wo haben wir sonst noch was? Und das ist eines von der Antike. Das heißt, das geht im Augenblick nicht. Schieben können wir nämlich nur, ja, wenn die voll sind. So, mehr können wir, glaube ich, im Augenblick gar nicht machen, ne? Lass mal kurz überlegen. Ich hatte übrigens ein paar Pins noch gesetzt. Hier wollen wir den Eiffelturm erschaffen. Das war ein Vorschlag von Matsumanix. Das finde ich eine gute Idee. Der bringt plus zwei Anziehungskraft überall auf jedem Feld, das wir haben. Boostet dadurch unsere Nationalparks und unsere Seebäder. Das wiederum hilft uns, noch mehr Kultur und Tourismus, vor allem Tourismus, zu erzeugen. Dann hatte ich selber noch irgendwo anders einen Pin hingesetzt. Hier oben fürs Opernhaus von Sydney. Dann machen wir aber das erstmal fertig. Das hilft uns auch sehr beim Thema Kultur und große Persönlichkeiten, die damit zusammenhängen. Der Rest, das sind alles Pins, die wir uns beim letzten Mal gesetzt haben. Eine Runde weiter. Im Augenblick erforschen wir Computertechnologie. Das gibt uns ebenfalls einen schönen Boost auf den Tourismus. Aber sobald die Mauer fertig ist in Buddenhorn, war das, glaube ich. Genau, jetzt ist die fertig. Wir müssen die einmal, die Renaissance mal angebaut haben, dann kann jetzt die keiner mehr nehmen. Dann können wir dann die Runde danach dann den Stahl erforschen. Reißlacht, Renaissance Mauern fertig. Gibt weitere drei Tourismuspunkte. Runde für Runde. Und jetzt könnten wir eigentlich den Theaterplatz hinsetzen. Wir können auch auf Glauben gehen. Mit Glauben kauft man ja die Rockbands. Und das wäre sehr schnell gebaut. Ich glaube, der Theaterplatz wäre wichtiger, damit wir endlich die Kunstwerke ausstellen können. Das Einzige, was schade ist, wir haben im Augenblick hier 127 Produktionspunkte. Und wenn wir den hier kaputt machen, dann geht ein ziemlich cooles Geländefeld futsch. Aber ist halt so. Müssen wir dann leider durch. Hier kommt der Theaterplatz hin. Da oben werden es sogar fünf. Ah, ich erinnere mich. Wir hatten uns überlegt, hier das Estado der Maracana hinzusetzen. Das Weltwunder, was uns irgendwo Annehmlichkeiten gibt. Ich glaube, also überall im Reich, dass wir das nie bauen werden. Das ist zwar ein ganz, ganz tolles Weltwunder, aber die Partie dauert nicht mehr ewig lange, das ist sehr teuer im Bau und es bringt nicht direkt Kultur, sondern höchstens mittelbar dadurch, dass die Bürger überall potenziell zufriedener sind, glücklicher sind und dadurch auch mehr Kultur produzieren. Aber wir brauchen das nicht, denn wir haben jetzt schon enorm viel Annehmlichkeiten und mehr geht nicht. Wir sind schon bei begeistert am Maximum. Wir haben ein Polster, bei der Schwelle runter zu glücklich. Wir werden das Estado der Maracana nie brauchen und deshalb mache ich diesen Pin hier wieder weg. Deshalb machen wir das, den Theaterplatz hier oben hin. Da kommt er jetzt hin. Oh, 10 Runde nur. Schon überlege ich es mir wieder anders. Die 6 Kultur sind cool, da die 2 Annehmlichkeiten, wir brauchen sie nicht. Es würde mittelbar boosten. Nee, komm. Also es gibt andere Weltwunder, die sind für den Kultursieg in dieser Phase noch klüger, weil die noch mehr Kunstwerkplätze geben mehr und Estado de Maracana gibt nur Annehmlichkeiten, verdammt viele, aber die haben wir überall und wir haben auch nur eine Politikkarte drin, die uns Annehmlichkeiten bringt und die werden wir nicht rausnehmen, weil die uns auch Wohnraum bringt, das ist der New Deal. Es ist nicht nötig, ich weiß, das ist jetzt heftig, aber ich finde es nicht nötig. Wir setzen den Theaterplatz hier und der gibt auch 5 Kultur. Da sind 2 Runden gebaut. Hier würden wir 2, das heißt, wir bekommen dadurch, dass wir den Platz wechseln, bereits in 2 Runden 3 mehr Kultur. Also, die Annehmlichkeiten brauchen wir nicht. Da kommt's hin. Wir hätten nur einmal roden können, nur wir haben keine Handwerker. So. Genau, das ist der Theaterplatz jetzt entstanden. Und da können wir nachher ein Kunstmuseum hinsetzen. Dann würde ich gerne mit dem Kollegen hier nochmal hin. Können wir einen Skiort hier bauen oder ist es in einem Nationalpark drin? Das können wir machen. Ich frage, der bringt ja eh keine Erträge. Ja, das können wir machen. Also wir schwimmen in Annehmlichkeiten. Hier wollten wir einen Wald pflanzen, um den Nationalpark ein wenig produktiver zu machen. Es sind 2 Weltwunder entstanden, einmal Apadana, einmal der Potala-Palast bei den Indonesiern bzw. bei den Amerikanern. Hier erzeugen wir ein weiteres großes Werk.
Gehen wir wieder raus. Und mit ihm wollten wir auf den Theaterplatz hin. Der ist jetzt, der zieht jetzt um. Der geht jetzt hier hin. Da kommt, oh, da oben. Ah, wir können in dem Nationalmuseum auch Kunstwerke ausstellen. Verstehe. So, 5 Aktionen mit ihm. Können wir noch irgendwo ein weiteres Skigebiet hinsetzen? Das müsste doch hier möglich sein, oder? Geht das innerhalb des Nationalparks? Geht nicht. Hatten wir schon mal ausprobiert, hatte ich vergessen. Hier unten können wir da Annehmlichkeiten hinsetzen. Das kann der hier allerdings auch machen. Der kann 1, 2, 3 mal hier noch Skiorte bauen. Dann würde ich mit dem eventuell... Weitere Berge für Skiorte sehe ich keine. Die dürfen ja nicht direkt nebeneinander stehen. Das war's. Dann packen wir den mal zentral. Ein großes Werk. Als ich schon mit matten Blicken im Begriff in Schlaf zu nicken... hörte plötzlich ich ein Ticken an die Zimmertüre her. Ein Besuch wohl noch, so dachte ich, den der Zufall führet her. Ein Besuch und sonst nichts mehr. Ebenfalls ausgestellt, immer mehr Tourismus, immer mehr Kultur. Mit ihm... Ich würde sagen, wir gehen mal auf Zeit. Wir fahren nicht weit weg, wir schnappen uns das Nächstgelegene. Hier eine Fischressource, bitte. Sechs Runde nächste Burger, 9 Runde Kornspeicher, ist der nächste Burger in 4 Runden. Dann haben wir wieder jemand. Und rennen einmal rüber. Buddeln. Holen uns noch ein Artefakt, eines seit der Renaissance. Da hatten wir bislang die Mongolen und die USA. Dann holen wir uns jetzt eins vom Barbarenland. Dann können wir uns auch dort gleich ein Thema, ein Motto holen. Ein Astrolabium. Und es weg. Das heißt, jetzt können wir gleich beginnen zu puzzeln. Das können wir jetzt machen. Das heißt, wir gehen mal einmal rein in die großen Werke und schauen mal, wo das ist hier gelandet, das Astrolabium. Hierhin. Und die anderen aus der Renaissance sind aus der Mongolei und aus den USA. Das ist Renaissance Barbarenland, das ist Renaissance USA. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, irgendwo ist noch ein Renaissance-Artefakt. Das müssen wir jetzt mal suchen, da ist es. Achtung, jetzt haben wir das erste Motto und da ist das. Ein Motto und doppelt so viel. Und das ist auch ein Motto dadurch geworden. Wir haben genau passend getauscht. Jetzt entstehen ja statt 18 gleich 27 Tourismus und auch die Kultur- und Wissenschaftserträge sind höher. Wissenschaft deshalb, weil wir, ich glaube, eine Politikkarte eingestellt haben, weil wir einen Stadtstaatenbonus haben, der uns das bringt. Wir haben hier 2 Wissenschaft durch jedes Artefakt. Den bekommen wir, weil wir so zerrennt sind in Anschan. Also das ist cool. Dann Groll irgendwo, ein leichter Vulkanausbruch, ein Artefakt ausgegraben. Geld sammeln wir weiterhin. Demnächst ist die nächste Sitzung des Weltkongresses, eine Runde weiter.
Neues Zeitalter beginnt, die Moderne. Und jetzt bekommen wir erstens ein goldenes Zeitalter, zweitens die Anerkennung der Königin oder Kaiserin oder Herrscherin von Indonesien, von Gitaria, die sagt, unsere Poeten und Philosophen betrachten eure Zivilisation, euch Vietnamesen und das, was ihr erschaffen habt, als das Licht der Welt. Und ich muss ihnen neidlos zustimmen. Wir haben die Agenda Schmeichler von ihr erfüllt. Und auch Teddy, der Anführer der Amerikaner, der Präsident, bejubelt uns. Wir seien eine Inspiration für die Welt. Wir seien ein Wunder. Wir Wunderbauer seien ein Wunder selbst. Der Kalte Krieg taut nicht auf. Er brennt mit tödlicher Hitze. Jetzt haben wir den Kalten Krieg und jetzt können wir uns Rockbands holen. Jetzt werden wir alles, was wir an Glaubenspunkten angesammelt haben, gnadenlos raushauen, um damit Rockbands zu kaufen, die wir in das Territorium unserer Nachbar schicken, um dort Konzerte durchzuführen und die örtliche Bevölkerung zu überzeugen davon, dass wir die coolste Kultur überhaupt haben auf dem ganzen Planeten. Dann wandern die rüber zu uns in unser eigenes Reich, in unsere Konzerthallen und Säle und unsere Indie-Clubs und was weiß ich wohin und wollen dann bei uns auch den Klängen solcher Künstler lauschen. Das bringt uns Tourismus. Spielmechanisch betrachtet, zieht unsere Nachbarn Tourismus ab und ist dessen keine regelmäßigen gründlichen Erträge, es sind so einmalige Geschichten und das ist in dieser Spielphase eine mächtige Waffe, die Rockband.